Oh nein! Was ist hier heute los? Ich glaube, es ist dieser Moment im Leben, wo man einfach sagen muss, es gibt jetzt keinen Plan B. Ich will heute etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Zumindest könnte man das so sehen. Das letzte Mal, dass ich eine Lampe gebaut habe, ist so viele Jahre her. Aber ich habe eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte, weil ich noch ein paar Materialien über habe. Das hier zum Beispiel. Aber dazu kommen wir später. Wir nehmen dafür erstmal diese super krummen Bretternuss, denn ich würde die gern verwenden. Ich weiß noch nicht, ob das klappt, weil sie sehr dünn und sehr verdreht sind. Wir richten die also erstmal ab und gucken, ob da überhaupt was überbleibt. Das ist nämlich schon das erste Problem. Beim Abrichten von so kleinen Teilen oder vor allem dünnen Teilen nehme ich gerne diese Schiebestöcke, damit ich das Ganze wirklich sauber führen kann. Wichtig ist nämlich, das Ganze nicht in Form zu drücken, was bei so dünnen Materialien sehr einfach wäre, sondern es wirklich sauber durchzuführen. Das führt natürlich dazu, dass man mehr abrichtet, aber dafür wird es auch wirklich gerade. So, hier ist was rausgeflogen, macht nichts, wir richten die Kanten noch ab. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch auf Dicke hobeln. Und das klappt diesmal nicht so richtig gut, weil das Ganze irgendwie jedes Mal wieder festklemmt. Oh, das ist super nervig. Also wirklich jedes zweite Brett hing hier fest. Das muss einfach nicht sein, aber es war diesmal so. Die gute Nachricht zuerst. Wir haben tatsächlich 4 Teile, die gleiche Dicke haben und auch ungefähr die Dicke, die ich haben wollte, 10 mm. Die schlechte Nachricht mit Erklärung gleich hinten dran. Gerade bei so dünnen Teilen ist es natürlich so, wenn wir die abrichten und sie Spannung hatten, dann haben sie immer noch Spannung. Das heißt, man kann sie so ein bisschen federn. Und bei dieser Maschine ist auf jeden Fall das Problem, wie wir eindrucksvoll gesehen haben, sobald die Teile sich ein bisschen federn, schafft sie es nicht, das Ganze durchzuziehen, egal wie viel oder wenig Material wir abnehmen. Um es einmal auszusprechen, wir haben am Ende versucht, 1 mm abzunehmen und es hat nicht so richtig geklappt. Wir haben also leider, und das ist die wirklich schlechte Nachricht eigentlich, auf allen Teilen ziemlich einen Hobelschlag. Den müssen wir irgendwie rauskriegen. Aber zuallererst müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, wie soll die Lampe leuchten? Nuss leuchtet ja von sich aus erstmal nicht so gut. Also das gucken wir uns jetzt an. Damit unsere Lampe später auch leuchten kann, brauchen wir Leuchtmittel. Und ich nehme diese Spots hier. 3 Stück. Plus Kabel und Verteiler habe ich noch über von meinem Büroausbau. Und deswegen sage ich jetzt Werbung. Diese Spots habe ich von Wirth und wir benutzen sie heute für unsere Lampe. A, weil ich sie habe und B, weil das tatsächlich eine der wenigen Lampen sind, wo unser Elektriker hier zu Hause nicht gleich einen Herzinfarkt bekommt, wenn er sie anschließen muss. Das ist also super, wenn wir daraus jetzt unsere Lampe bauen. Diese Spots kann man ganz einfach hier zusammenklipsen. Man kann natürlich so viele da reinstecken, wie es dieses Setup hier ermöglicht. 12 wären es. Und das Beste ist für unseren Einsatzzweck, dass wir einen ganz normalen Stecker haben. Das heißt, wir können unsere Lampe später einfach in die Steckdose stecken. Und wenn wir diese Steckdose dann schalten können, haben wir einen super clean Look. So haben wir später keinen Schalter an unserer Lampe dran. Ich habe euch die Artikelnummer, weil das letzte Mal bei den Wirth-Sachen immer eine Frage war, einmal unten reingeschrieben. Anleitung brauchen wir später vielleicht auch nochmal und die Kiste kann jetzt weg. So, das bleibt jetzt trotzdem erstmal hier liegen, weil wir den Rest der Lampe erstmal bauen müssen. Wir müssen natürlich jetzt noch unsere Teile auf die gleiche Breite sägen. Das klappt an sich auch gut. Aber dann? Oh nein! Oh Mann! Was ist hier heute los? Ich habe die Säge nicht umgestellt. Oh! Scheiße. Jonas, was war passiert? Ein manischer Schrei. Das ist das, was man halt sonst nicht mitbekommt. Da ist ein Tisch voller Materialien. Der ganze Bankraum steht voll mit Materialien, weil ich nebenbei an einem riesigen anderen Projekt arbeite, wo ich alle Teile auf 7 Grad absäge. Und weil ich eigentlich mitten in diesem Projekt bin, habe ich die Säge, schlau wie ich bin, nicht umgestellt. Weil ich mir dachte, ja, ja, die 7 Grad, die lasse ich mal lieber. So, jetzt wollte ich hier die Kanten nachschneiden und habe jetzt alle Kanten, also jede zweite Kante, eine haben wir ja abgerichtet, und jede gegenüberliegende habe ich jetzt auf 7 Grad gesägt. Wenn ich die jetzt wieder absäge,
dann werden unsere Teile langsam einfach ein bisschen zu klein, weil wir ja noch die ganze Lampe da rein basteln wollen. Wir müssen also jetzt damit leben und à la Bob Ross irgendwie Happy Little Accidents hier ausleben. Also das ist nicht ganz so optimal bis jetzt gelaufen, aber wir gehen einfach mit. 7 Grad ist ja auch hübsch. Das bedeutet nur, dass wir jetzt bei jedem weiteren Schritt relativ gut aufpassen müssen, weil diese 7 Grad natürlich am Ende irgendwie alle zusammenpassen müssen. Sonst sieht es irgendwann wirklich blöd aus. So, das hier habe ich auch noch rausgekramt. Das brauchen wir gleich. Und ich habe noch was geholt. Moment. Plexi. Das alles wollen wir jetzt zu unserer Lampe verarbeiten. Und dafür sägen wir jetzt diese Teile zu, das wird der Korpus unserer Lampe. Dann sägen wir dieses Teil zu, dann dieses hier. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie das am Ende cool aussieht. Aber wir sägen jetzt erstmal ab. Ich habe die Säge jetzt auf 0 Grad gestellt, damit wir sie dann gleich wieder auf 45 Grad stellen können. Wir sägen jetzt natürlich nicht auf 0 Grad bzw. 90, sondern auf 45 Grad, weil wir unsere Teile jetzt direkt schon zusägen können. Ich säge die jetzt einfach hier einmal sauber an der Kante nach. So. Und dann sägen wir sie einmal aufs fertige Maß. Und so sollten unsere 4 Teile dann relativ schnell fertig sein. Und so sehen sie aus. In unsere relativ kleine Lampe muss ja trotzdem einiges rein. Und dafür brauchen wir gleich einige Nuten. Eine ganz unten, das ist einfach der Boden der Lampe. Und dann brauchen wir noch eine ungefähr hier so in etwa in der Mitte, da werden später unsere Spots sitzen. Wichtig ist, dass zwischen dieser und dieser Schicht genug Platz für dieses Einklicksystem der Spots ist. Und dann brauchen wir natürlich noch weiter oben eine letzte Schicht. Wie genau die aussieht, das sage ich euch jetzt nicht. Aber eventuell könnt ihr euch anhand der Materialien das schon ableiten. Wir sägen die jetzt alle mit der Tischkreissäge, weil ich euch in diesem Projekt so ein bisschen zeigen möchte, ihr braucht nicht unbedingt 38.000 verschiedene Werkzeuge. Ihr könnt im Prinzip, wenn ihr jetzt Plattenmaterialien nehmen würdet, nur mit einer Säge diese Lampe bauen. Völlig ohne Probleme. Ich habe jetzt den Spaltkeil hier einmal ausgebaut. Den brauchen wir bei Nuten nicht unbedingt. Und er ist zu groß. Ich könnte dann das Sägeblatt... Ich könnte keine Nuten sägen mit ihm. Das möchte ich sagen. Ich bin nur ehrlich. So, wir sägen jetzt die erste Nut. Wichtig ist, dass ich alle Teile richtig hinlege, weil sonst habe ich es direkt vermackt. Und 7 Grad ist so unauffällig, dass man es im Prinzip kaum sieht. Traumhaft. Das ist auch schief. Wird schon klappen. Damit ich es nicht versemmel, habe ich mir jetzt nochmal an die Kante, die immer an Anschlag soll, einen kleinen Kleber gemacht. Und ich nutze auch jetzt hier wieder diesen Schiebestock, damit ich gleichmäßigen Druck habe. Die Nut soll ja überall gleich tief sein. Und wir haben ja schon gesehen, dass unser Material ein bisschen Spannung hat. Wir sägen jetzt hier wirklich Nut für Nut, also erst eine ganz unten, dann eine etwas weiter oben. So. Und dann natürlich auch noch eine ganz oben. Das soll den Aufbau unserer Lampe später möglich machen, sodass wir die verschiedenen Schichten, die wir brauchen, da reinstopfen können. Hier oben ist noch ein bisschen was stehen geblieben. Das stemme ich einmal sauber raus. Zu sauber muss die Nut gar nicht sein. Hauptsache, unsere Sachen passen da so rein, wie wir das machen wollen. Ich habe ein bisschen Luft, sodass wir das nicht zu eng zusammenstecken müssen. Und so sehen unsere 4 Teile dann aus. Und wenn wir die haben, wissen wir die Maße und können also unser Plexi und natürlich auch unsere beiden Böden zusägen. Die haben alle das gleiche Maß, alle Teile, und sehen so aus. Lampen bauen ist eigentlich ziemlich super, weil wir im Prinzip nur eine fancy Verpackung für ein wildes Innenleben machen. Man sieht jetzt auch, wir haben jetzt also einmal eine Schicht unten für unseren Boden, damit der Boden natürlich andersrum reinkommt, so dass man unten, wenn man unter die Lampe gucken wollen würde, einen grauen Boden hat. Und wir haben diesen mittleren Boden, in den wir jetzt irgendwie unsere Spots einbringen. Irgendwie, Jones. Naja, ganz einfach. Wir gucken jetzt, dass wir die in etwa mit 3 gleichen Abständen hier positionieren. Dann sägen wir das einfach grob mit der Stichsäge aus, weil wir so einen großen Bohrer nicht haben. Und dann ist das schon fertig. Dann kommt natürlich noch der echte Meisterstreich und der Part, an dem wir es echt richtig schön vermacken können. Einmal gucken, welchen Boden wir nehmen. Der hier ist cleaner. Deswegen nehmen wir den als Boden. Hier markieren wir uns jetzt die 3 Punkte, wo wir dann unsere Spots reinbohren bzw. sägen. Matte und go! Ich markiere mir dafür einfach 3 Abstände. Die müssen im Prinzip eigentlich nicht perfekt sein. Es ist so, dass sie zueinander alle 3 den gleichen Abstand haben und sie sind auch alle mittig positioniert. Das zeichne ich mir jetzt hier einfach einmal an.
einmal von der einen Seite gucken, wo die Mitte ist und dann einfach einmal markieren, sodass wir auch in der Breite die Mitte haben. Ups, das passt doch nicht. Jetzt aber einmal kurz verrechnet. Und wenn wir das haben, können wir mit dem Zirkel einfach einmal markieren, wo wir das Ganze später aussägen wollen. Das sind 68 mm. So groß muss die Aussparung für die Lampen sein. Und das bohre ich jetzt einfach einmal mit dem Forstnerbohrer vor, sodass wir einen Eingang haben. Jetzt ist mir der Bohrer rausgefallen, falsch eingespannt. Heute war irgendwie nicht mein Tag, aber wir haben die drei Löcher drin. Also jetzt. Ich stehe auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich das besser machen soll. Mit der Stichsäge ist mir das hier ein bisschen zu wackelig. Also nehmen wir die Bügelsäge. Das Schöne bei diesen Spots ist, wir können das Ganze wirklich halbwegs grob aussägen. Es muss nicht perfekt sein. Man sollte natürlich schauen, dass das Loch nicht viel zu groß wird. Aber ob es schön ist oder nicht, ist im Prinzip egal, weil der Spot an sich das Loch immer verdeckt. Das heißt, selbst in der Decke wäre es völlig egal. Das macht den Einbau von solchen Sachen wirklich sehr, sehr einfach. Und bei uns ist es natürlich im Prinzip doppelt und dreifach egal, weil wir unsere Lampe ja am Ende zubauen. Aber das wisst ihr noch gar nicht, weil wir sind ja noch mitten dabei. Also sägen wir jetzt hier erstmal alles aus und so können unsere Spots dann in unserem Material sitzen. Perfekt. Und der dritte auch noch. Na, was ist mit dem? Doch ein bisschen eng. Ach, komm schon, pack ihn da rein jetzt. Nachdem die Lampen da drin sind, können wir ein paar Löcher bohren. Ich habe mir hier ein schönes Muster aufgemalt an beide Randteile. Diese Löcher bohren wir jetzt einfach einmal ins Material auf beiden Seiten. Die sind später dafür da, damit unsere Lampe ein bisschen Lüftungsmöglichkeiten hat. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr wollt, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir uns endlich an den Zusammenbau machen. Dafür richte ich mir alle Teile, weil wir nur Gehrung haben, an meinem Anschlag einmal sauber aus. Eine Wasserwaage würde auch super gehen und klebe mir das Ganze mit Klebeband ab. Das ist später unser Gelenk, sodass wir unsere Lampe sozusagen zusammenfalten können, wenn wir sie verleimen wollen. Und das ist super wichtig, weil wir einiges da reinbauen wollen. Das heißt, der Zusammenbau an sich sollte dann möglichst einfach sein. Mann! Es ist doch ein bisschen stressiger als gedacht, weil wir ja gleich alles, das muss alles da rein. Aber wir wollen leuchtendes Holz. Das soll so ein bisschen die Kernidee eigentlich von dem sein, was wir die ganze Zeit machen. Deswegen habe ich hier dieses Stück Eschenfurnier. Da suche ich mir jetzt gleich etwas aus, was mich optisch anspricht, weil das später das sein wird, was leuchtet. Dafür auch das Plexiglas. Das können wir nämlich jetzt hier drauflegen und wunderbar durchgucken, welchen Part wir nachher sehen werden. Dafür ist natürlich nicht das Plexiglas. Das nutzen wir nur, weil wir das drüber und drunter machen. Wir können das Furnier auf gar keinen Fall auf das Plexiglas draufkleben. Wieso nicht, Jones? Es gibt natürlich technisch Kleber und die würde es bei Würth definitiv geben, die das komplett blasenfrei, das ist bei Furnier immer wichtig, hier draufkleben. Das Problem ist, es wird definitiv warm in der Lampe. Deswegen haben wir ja diese Lüftungsschlitze, so dass da immer eine Zirkulation drin sein kann. Und die Lampe hat auch einen Überhitzschutz. Trotzdem ist es natürlich so, dass sich eine Wärme ergeben wird. Und die wird dazu führen, dass das Furnier arbeitet. Da wir das aber aus Plexiglas geklebt haben, wird es wahrscheinlich reißen oder kaputt gehen. Und das will ich nicht, weil ich mir so viel Mühe mit der Lampe gebe. Deswegen möchte ich, dass es hält. Also machen wir oben und unten Plexiglas drauf und haben das einfach so verschmangelt. Ich sehe jetzt hier schon ein Stück, was mir gefallen könnte. Schaut es euch mal an. Diese Wellen hier oder Berge oder je nachdem, wie man es nimmt, sehen, finde ich, wenn man von hier guckt, aus wie japanische Kalligrafieberge. Und das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben natürlich hier auch tolles Längsholz. Das sieht aber einfach todeslangweilig aus. Und hier auch. Und wenn wir das tatsächlich jetzt so ausrichten, wie es jetzt liegt, ein bisschen die Spitze vom Berg noch mit rein, dann haben wir hier ganz wunderbar diese Berge. Also ich schneide das jetzt hier so aus. Ich zeichne mir das vorher einmal an. Falls sich irgendwas bewegt. So, jetzt brauchen wir ein Messer. Ach, es liegt genau vor meiner Nase. Hier ist es. Jetzt versuchen wir das so sauber wie möglich einmal auszuschneiden.
Wir wollen das natürlich möglichst sauber und vor allen Dingen bruchfrei aussägen. Dieses dünne Furnier neigt dazu, einfach zu brechen, weil es so dünn und natürlich holzig ist. Genau das wollen wir vermeiden. Also alles wirklich sauber aussägen bzw. ausschneiden. Man könnte auch eine Furniersäge nehmen. Ich habe aber gerade keine. Also sägen wir das einfach so aus. Oh Gott. Yes! Hört mal, was jetzt kommt. So. Jetzt soll unser Sandwich aussehen. Und jetzt. Dabei gedacht, Jones. Ich glaube, es ist dieser Moment im Leben, wo man einfach sagen muss, es gibt jetzt keinen Plan B. Ich nehme mir jetzt die Tube Leim, gebe hier den Leim an und dann geht es oder es geht durch die Tür in den Mülleimer. Eins von beidem wird jetzt wohl gleich passieren. Oh Gott. Jetzt bloß leise gehen. Ja! Oh Gott, es passt! Oh, ich habe keinen Leim an der Ecke! Nein! Ich habe hier keinen Leim dran gemacht! Ich bin so ein Vollidiot! Na! Mist! Jetzt bloß vorsichtig. Ja, es passt immer noch. Ich hab das Ding noch kurz geschliffen, aber das interessiert keinen. Ich weiß, es geht euch so wie mir. Ihr wollt wissen, leuchtet das Ding jetzt? Wir probieren es einfach aus. Stecker sind hier. Drückt die Daumen. Ja. Das sieht klasse aus. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und es funktioniert. Aus. An. Beim Hobeln ist hier was weggeflogen und ich hatte da schon drauf getippt. Meine Idee war direkt diese hier, die wir jetzt hier sehen. Hier kann man wunderbar das Stromkabel rausführen. So kann die Lampe auf der Seite und auf dem Rücken stehen. Ich bin absolut begeistert. Ich wollte genau sowas schon ganz lange bauen. Und ich bin, wenn ich das jetzt sehe, unglaublich traurig. Und ihr werdet erstmal nicht verstehen, warum. Jetzt, wo ich es sehe, weiß ich, warum ich das machen wollte. Meine Großeltern hatten genau solche Lampen, die genau dieses Licht gemacht haben. Und leider sind sie beide schon verstorben und leider war ich damals zu blöd und habe diese Lampen einfach nicht mitgenommen. Aber das ist genau das, was mich an Oma und Opa erinnert. Das war immer dieses Licht. Abends gab es noch ein schönes Nutella-Toast und dann ab ins Bett. Spitzmäßig. Das Beste ist, ihr könnt es genauso nachbauen. Wie das geht, habe ich euch heute gezeigt. Und trotz der ganzen Ups und Downs, es sieht einfach richtig, richtig cool aus. So glücklich war ich lange nicht mehr bei einem Projekt. Also, das Video ist vorbei. Smash ein Abo rein, das Licht geht aus. Den kommt jetzt mit mir nach oben in meinem Büro. Ich mach's euch nochmal an. So sieht es aus. Leuchtet auch hier an den Seiten. Aber das Video ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Upp.